Aber ich würde es nicht entwickeln lassen, weil ich hasse. Ich mag Dragonir nicht so. Ich finde Dragoran. Ich finde Dragonir viel besser als Dragoran. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Was lerne ich ihm jetzt? Normaler. Ich weiß gar nicht, normale Attacken sind eigentlich gar nicht überhaupt nichts. Die machen. Ich scheiß drauf Slam. Keine Ahnung, scheiß auf Slam. Aber jetzt muss. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich nicht, welches ich einsetzen soll. Entweder Drachenwut oder Windhose. Aber ich scheiß drauf. Ich hätte ja mehr gerne sowas wie Einschläfern oder so. Psychokinese oder so irgendwas. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Dabei können wir uns ja noch was ansehen. Nämlich da habe ich einen ganz interessanten Trainer entdeckt, der Level 84er oder so hat. Oder vielleicht sogar einen 90er. Es war geil, wenn wir den besiegen könnten, weil dann würde der besagte Herr Programmierer vollkommen auszucken. Und ja, das würde vielleicht ewig dauern, aber mit guten Kombinationen und viel Glück wäre es möglich. Aber ich will es echt nicht versuchen, weil da würde ich echt so 8 Stunden oder so. Oh mein Gott, bin ich ein Noob. Ich bin Kadabra und ich werde vernichtet. Aber sind wir gleich 58. Ich werde jetzt meine Psychokräfte benutzen und die Bäume entfernen. Sie wachsen aber so schnell nach, dass du mich immer wieder auf dieser Route anreden musst. Oh, wir sind seit 10 Jahren. Oh, wir kriegen Surfer ins Gesicht. Oh mein Gott, das macht überhaupt keinen Schaden. Und oh mein Gott, wir sind die Schwäche von diesem Pokémon. Es ist ja ein Pflanzen-Pokémon, also setzen wir jetzt mal. Ich will jetzt nicht Eisstrahl einsetzen, das setzt ein Drachenwut ein. Was sieht man da? Macht überhaupt keinen Schaden irgendwie. Windhose. Noch weniger Schaden. Also hätten wir uns vielleicht doch Slam behalten sollen. Ach, Slam ist vielleicht doch nicht die beste, also die schlechteste Wahl gewesen. Na, wenigstens die Bäume jetzt weg. Also da können wir gleich wieder mal ein paar, zwei Stück an Doppelkämpfen machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will ja einfach die, eigentlich will ich die Pokémon da drin jetzt behalten. Mal gucken, wie sie so zusammenspielen. Gucken wir uns das mal an. Ich meine, wir brauchen ja nicht mehr so viele Level. So ein paar Level und dann ist es ja so sowieso 55 Jahre und dann entwickelt es sich. Dann lernt es noch ein paar coole Attacken. Bidi, mein Schirm, meine Pokémon und ich. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieses Bild der Schönheit ruiniert. Dein Team Pokémon. Deine Team Pokémon. Bist du verschiedene Arten? Naja, eigentlich schon. So ein buntes Team. Mir fehlt zwar schon noch ein bisschen Feuerattacke, aber ich glaube, das interessiert dich weniger. Naja, vier Pokémon. Fokus immer wieder die rechte Seite. Obwohl, nö, wir fokussen mal. Wir können ja sowieso jetzt die. Wir können die Erdbeeren jetzt nicht einsetzen, weil wir noch kein Flug-Pokémon haben. Aber wenn wir jetzt Erdbeeren einsetzen, ja, dann ist es tot. Was nicht so toll ist. Deswegen setzen wir mal Eisstrahl ein. Schutzschild, schützt sich selbst. Aquawelle ist verwirrt. Eisstrahl. Na toll. Ging daneben. Es regnet weiter. Ja. Erdbeben und Pokémon wechseln. Setzt Donner ein. Ja. Jetzt muss ich natürlich ein Pokémon wechseln. Tropius zum Beispiel. Das. What the fuck, wie viel Schaden von Aquawelle kriegt Erdbeben? Oh, oh, oh. Und das ist down, das ist sehr effektiv. Voltenso wurde besiegt. Level 58, ja. Sonny hält und Tropius hält. Ach, 390. Absol würde in den Kampf geschickt. Oh mein Gott, auch wieder so ein Arsch-Pokémon. Erdbeben und Fliegen. Blitzer, Attacke wert, die Attacke bla bla ab. Und ja, natürlich machen wir es jetzt eiskalt mal down. Donner, ja, natürlich auch doll. Wurde besiegt. Mal ordentlich reingehauen. Ja, das hat natürlich auch ziemlich weh getan. Und wir hatten Level 52. Pumpe hält 300 Erfahrungspunkte. Liebkuss. Erdbeben und Schlitzer. Hypertrank, na toll. Schützt dich selbst, schützt dich selbst, schützt dich selbst. Bekommt was in die Fresse. Erdbeben und anderes Pokémon. Es werden. Oh mein Gott, ich werde jetzt schon wieder zurückgehen müssen nach diesem scheiß Doppelkampf. Ich meine, weiß nicht mal ein bisschen zu sitzt. Magic hat sich verliebt. Na toll. Donner, Erdbeben. Ich habe natürlich mit Erdbeben meine Pokémon selber kaputt gemacht, aber egal. Das kommt es jetzt auch nicht mehr an. Es regnet, Surfer und Erdbeben. Hypertrank, na toll. Erdbeben.
Habe ich doch gewusst, dass ihr das noch ausgeht. Brumm behält Erfahrungspunkte, das andere behält Erfahrungspunkte. Du hast das Bild der Schönheit ruiniert! Ich wurde Zeuge deiner Taktik. Haha, beim nächsten Mal, oder beim 10. Mal, oder beim 18. Mal werde ich dich dann besiegen. Fliegen. Ja, das war besonders erfolgreich. Extrem. Also, die dermaßige Erfolgreichnigkeit kann ich gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich weiß doch, dass unten noch irgendwo ein Item ist. Ich weiß nicht, ob der hier Programmierer denn das Item geändert hat. Also, für Leute, die wirklich so ein bisschen nachgucken. Da unten müsste dann noch eigentlich so, unten ist noch so geheim. Geheim. Naja, was auch nicht, ob es geheim ist. Aber hier ist natürlich ein Haufen Pokémon. Und wir sehen uns wieder, wenn ich unten bin. Mal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Ein Magnüfen. Naja, das kennen wir ja schon. Oh, ein Pinsir. Das ist interessant. Ah, toll. Blattstein. Also man beachte auch die liebevolle Hintergrundarbeit, egal wie man was zu Pokémon steht und zu den hässlichen Häuschen und den hässlichen Grafiken, die immer dieselben sind. Ich meine, das spricht doch für sich. Ah, habt ihr das gehört? Na gut, ich meine, so schön ist es jetzt wirklich nicht. Ich werde jetzt meine Psychokräfte nutzen, um die Würmer zu entfernen. Ja, du kannst mich meiner Marsch. Du kannst nicht mehr zurück, nachdem ich das gemacht habe. Flügelschlag und du bist weg. Oder auch nicht. Aber jetzt bist du weg. So, so, jetzt haben wir die Trainer noch. Speichern nochmal. Gucken mal, welche Pokémon das wir haben. Unser Dream Team muss wieder mal nach draußen, glaube ich. Ein bisschen auslaufen und so. Ninja verbergen uns unter unseren Tarnmänteln. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. Wenn du nicht aufpasst, wirst du verletzt. Oh mein Gott. Ninja, junge Cliff und Kämpferin Petronia möchten kämpfen. Oh mein Gott. Mein Gott, mach das. Waterfuck. Wertewechsel. Schlitzer. Oder? Ja. Wertewechsel. Tauscht Fähigkeit mit dem Gegner. Schlitzer. Explosion. Adol. Juhu. Ja. Was wird's sein? Berichten und aussenden. Ich glaube, wir werden gleich wieder zurückgehen müssen. Aber egal. Kämpfen. Surfer und Zagedieb. Aeroas. Natürlich! Sofort als erstes eingesetzt. Himmelshieb. Ha, ha, ha. Ein Volltreffer. Naja, eher nix. Erdbeben und Flügelschlag. Aeroas. Flügelschlag. Das ist sehr effektiv. Erdbeben bringt natürlich überhaupt nichts beim anderen Pokémon. Hätte ich vielleicht das bisschen. Ja, ein bisschen beachten sollen oder so irgendwie. Keine Ahnung, Aeroas. Oh mein Gott. Fuck, macht das viel Damage. Das ist sehr effektiv, wurde besiegt. Ja, Kämpferin, ich habe verloren. Ich wünsche, meine Tarnmantel würde meinen Schande tarnen. Autsch, oh fuck. Scheiße, Mann, ich wurde verletzt. Aua, mein Bein. Haha. Sixth Held Beleber gefunden. Ich habe diesen Beleber schon mal aufgesammelt. Ohne Scheiße, ich schwör auf alles, ich hab den schon mal aufgesammelt. Hallo, Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du keine, wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Darüber. Eine Herausforderung von Ast-Trainer Marianne. Ich hasse das, wenn das so groß geschrieben ist. Tangela, los Tangela. Es regnet. Aha. Flügelschlag. Oh Gott. Ja, dieses Pokémon haben wir noch. Es ringt weiter. Schockwelle. Okay, auch oder auch nicht. Eisstrahl. Eisstrahl, ui. Es gefriert so als erste Mal, dass wir die Attacke eingesetzt haben. Oder nee, das zweite Mal, aber das erste Mal hat sie nicht getroffen, also geht das auch nicht. Wir schätzen eine Windhose ein. Nochmal Eisstrahl. Slam. Eisstrahl. Schon Level 66, ich meine. Was wollt ihr denn von diesen armen Dragoran? Dragonier? Wir haben dich.